Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und ich habe diesmal einen spannenden Gast anzubieten. Ein Mann, der, wenn er eine Aufgabe übernimmt, diese sehr akribisch ausführt und durchführt. Ich rede von Siegfried Tesche, der ist Filmjournalist und Autor, hat schon ganz viele Bücher geschrieben. Er hat, glaube ich, eine heimliche Leidenschaft fürs Auto und für tolle alte Autos, aber auch für aktuelle. Wir haben schon mal miteinander gesprochen, da ging es um James Bond und seine Autos. In diesem Fall geht es passend zu einem Film, der jetzt ja in die Kinos gekommen ist, nämlich Elvis. Es geht um Elvis Presley, den King of Rock'n'Roll. Er hat ein Buch rausgebracht, das heißt Motorlegenden Elvis Presley. Eben über die Leidenschaft von Elvis, tolle Autos zu kaufen, teilweise ganze Autohändler leer zu kaufen. Mit der Vorstellung, dass auch die Freunde unbedingt einen Cadillac brauchen. Was dieser Mann zu erzählen hat, sowohl über den Film als auch über die Autos von Elvis Presley, das erfahrt ihr jetzt. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ich freue mich sehr. Es gibt einen Spezialisten jetzt am Telefon, ein Autor, Filmexperte. Wir haben schon manchmal miteinander gesprochen. Siegfried Tesche, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Koschwitz. Ich grüße Sie. Inwiefern würden Sie sagen, ist das der Musikfilm des Jahres? Das ist er auf jeden Fall, aber das Jahr ist ja noch nicht um. Aber ich weiß, dass in nächster Zeit natürlich nicht noch weitere Musikfilme avisiert sind. Es ist auf jeden Fall so, dass dieser Film nicht nur ein reiner Musikfilm ist, sondern die Biografie von zwei Menschen. Also der Film hätte genauso gut Parker heißen können wie Elvis, denn die Geschichte von Parkers Beziehung zu Elvis oder andersherum, die wird ausführlich zelebriert und dargestellt, weil der eine ohne den anderen hätte nicht funktioniert und es wird sehr deutlich gemacht, was Parker für Einfluss gehabt hat, wie er sozusagen den Mann auch geknebelt hat, wie er ihn gefordert hat, wie er ihn gemacht hat, wie er mit ihm Geld verdient hat und wie er aber auch sozusagen kein Interesse an ihm entwickelt hat, was seine musikalische Karriere angeht und seine Filmkarriere. Es ging ihm einfach nur darum, Geld zu verdienen, Merchandising zu machen und sozusagen ja reich zu werden, für beide reich zu werden. Helfen Sie mir, Mr. Parker ist sozusagen welche wichtige Figur für Elvis, denn es gibt ja viele Elvis-Fans, die zwar die Musik mögen und auch den einen oder anderen Film gesehen haben, aber eben sich mit diesem Spezialistentum nicht so auskennen. Also wer ist Mr. Parker für Elvis Presley? Eigentlich ist Mr. Parker ein Holländer, der heißt Andreas van Kuik. Der hat Holland verlassen, ist in Amerika gestrandet, hat dort so auf Jahrmärkten gearbeitet. Unter anderem eine seiner Attraktionen waren tanzende Hühner. Das hört sich jetzt kauzig an, aber es gab dann so Platten, heiße Platten, auf denen er Hühner gestellt hat und die natürlich aufgrund der Hitze dann anfangen, sich zu bewegen. Dann hat er verschiedene Musiker promotet, unter anderem auch Hank Snow. Das wird auch im Film gezeigt. Und dann stellte er bei einer Veranstaltung, das nannte sich Louisiana Hayride, das war so Herbst 54, stellte er fest, dass es da einen jungen Sänger gibt, der mit zwei anderen Bandmitgliedern doch ganz toll die Massen bewegte, vor allen Dingen junge Frauen und auch mittlere Frauen, Frauen mittleren Alters und älteren Alters. Und er hat gedacht, Mensch, mit dem kann man doch vielleicht Geld verdienen. Und dann hat er das Management übernommen und hat angefangen, als Tom Parker in Amerika zu arbeiten und Elvis zu promoten. Hat ihn auch gefragt, was möchtest du gerne? Und hat er gesagt, ja, ich möchte gerne Konzerte geben und ich möchte gerne in die Filmbranche. Und dafür hat Parker gesorgt, hat dann Verträge geschlossen mit Hollywood-Studios und letztendlich hat Elvis ja 31 Filme gedreht und Millionseller an Platten herausgebracht. Und er hat sich auch um das Merchandising gekümmert. Das heißt, er hat immens viele Produkte auf den Markt geworfen, an dem er und andere natürlich kräftig verdient haben. Der Regisseur des Films, Luhrmann, hat 8 Jahre am Elvis-Film gearbeitet. Was macht dieses Biopic so speziell? Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten. Auf der einen Seite arbeitet er mit ganz vielen verschiedenen Methoden. Also es gibt zum Beispiel so, weil Elvis ein Comicleser war, gibt es durchaus so Comic-Einflüsse in gewissen Sequenzen, relativ zu Anfang vom Film. Dann hat er sich sehr für Gospelmusik, Country- und Westernmusik interessiert. Er ist ja früher auch viel in die Kirche gegangen. Und dementsprechend sieht man sozusagen seinen Einfluss und auch seine Beziehung zu den schwarzen, farbigen Mitbürgern. Die hat er nie auch aufhören lassen, hat sich immer dafür begeistert und hat immer deren Musik.